Als nächstes folgen nun also fünf Reihen mit dem Ornamentmuster und die Ornamente arbeiten wir aus kleinen und großen Blumen. Eine kleine Blume, damit fangen wir jetzt an, besteht immer aus einem Stäbchen, zwei Luftmaschen, einem Stäbchen. Und als Ersatz für das erste Stäbchen machen wir jetzt hier drei Luftmaschen plus die beiden, die wir als Abstand zwischen den beiden Stäbchen brauchen, also fünf insgesamt. Drehen uns die Arbeit um und machen hier nochmal ein Stäbchen um unsere Luftmasche und haben damit die erste kleine Blume gearbeitet, die ich euch gleich nochmal ganz genau im Verlauf zeigen werde. Als nächstes kommt eine große Blume, die besteht aus zwei Stäbchen. Eine Luftmasche, zwei Stäbchen. Wir überspringen dazu hier unten zwei Maschen und in die dritte kommen also die beiden Stäbchen. Eine Luftmasche und nochmal zwei Stäbchen. Und das ist im Prinzip schon das ganze Hexenwerk an diesem Ornamentmuster. Immer im Wechsel eine kleine Blume, eine große Blume, eine kleine Blume. Und immer dazwischen werden hier am Anfang zwei Maschen übersprungen. Später kann man das sogar noch ein bisschen weiter auseinandersetzen in den späteren Musterreihen. Aber jetzt im ersten Block immer mit zweien dazwischen. Und wir brauchen auch gar nicht groß weiter Zunahmen machen, weil das Muster sehr flexibel ist und elastisch ist und da brauchen wir das nicht. Gut, dann also immer im Wechsel eine kleine Blume. Und zwei überspringen, eine große Blume. Und wieder eine kleine Blume, zwei Maschen überspringen. Ein Stäbchen dafür machen, zwei Luftmaschen, ein Stäbchen. Und wieder eine große Blume. Dazu zwei Maschen überspringen in die dritte, zwei Stäbchen. Eine Luftmasche, zwei Stäbchen. Das Ganze sieht dann so aus. Und das wird sich dann auch noch schön auffächern mit den Reihen oben drüber. Da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Das sieht dann ganz flott aus. Okay, und dann geht das Ganze einmal ringsrum bis zum Reihenende. Hier am Reihenende werde ich jetzt noch mal eine große Blume arbeiten. Auch wieder zwei Maschen übersprungen. Und werde den Reihenabschluss genauso wie den Anfang machen mit einer kleinen Blume. Jetzt habe ich hier unten nur noch eine Masche, also irgendwo ist mir eine Masche verloren gegangen. Das ist überhaupt kein Drama, weil dieses Muster verzeiht so kleine Fehlerchen wirklich gut und ich werde das einfach ignorieren und hier um meine Luftmasche hier unten einfach eine kleine Blume arbeiten. Genauso wie ihr das jetzt eben im Verlauf gemacht habt. Und dann ist das schon mein Reihenende. Ich muss jetzt hier auch keine Zunahmen mehr an dieser Stelle machen. Und jetzt, wenn wir uns das von vorne angucken, so sieht das aus. Jetzt werden wir in der nächsten Reihe immer auf eine große Blume eine kleine drauf arbeiten und auf eine kleine Blume hier eine große. Ohne Zunahmen dazwischen. Und
Wir werden immer hier, wo die Luftmaschen sind, also hier, wo die eine ist, beziehungsweise da, wo die zwei sind, da arbeiten wir die Blumen drauf. Ich habe mit einer kleinen Blume abgeschlossen. Das heißt, da kommt in der nächsten Reihe eine große drauf. Und als Ersatz für das erste Stäbchen mache ich mir drei Wendeluftmaschen, drehe die Arbeit um und arbeite um meine Luftmaschen drumherum noch ein weiteres Stäbchen. Somit habe ich jetzt zwei, mache eine Luftmasche und nochmal zwei Stäbchen um diese Luftmaschen drumherum. Ihr könnt sämtliche Maschen dazwischen jetzt ignorieren. Jetzt haben wir hier unsere große Blume. Da ist die Luftmasche und da häkeln wir eine kleine Blume rein. Also ein Stäbchen, zwei Luftmaschen, ein Stäbchen. Jetzt habe ich hier wieder eine kleine Blume, das heißt, da muss eine große drauf. Einfach um die Luftmaschen drumherum. Zwei Stäbchen, eine Luftmasche, zwei Stäbchen. Der Rhythmus bleibt jetzt immer der gleiche. Und hier nochmal auf die große Blume eine kleine, ohne irgendwas dazwischen zu häkeln. Und das zieht sich dann alles in Form, je mehr Reihen oben drauf kommen. Bis zum Reihenende machen wir jetzt genauso weiter. Hier am Reihenende werde ich jetzt einfach noch mal eine große Blume um meine allererste kleine von der ersten Hinrunde Hinreihe zu machen. Werde ich jetzt hier einfach noch mal eine große Blume drumherum arbeiten. Und damit ist die zweite Reihe fertig. Das sieht jetzt so aus. Jetzt ist es ja so, dass in der nächsten Reihe hier auf diese große Blume wieder eine kleine draufkommen soll. Das funktioniert aber jetzt nicht, wenn ich einfach wende. Deswegen werden wir hier jetzt einmal Wendeluftmaschen mit hinzunehmen, wie wir es bisher gemacht haben, also vier Stück. Lassen aber das Stäbchen, also den Stäbchenersatz plus die Luftmasche einfach links liegen bis zur nächsten Runde und werden dann da einfach noch mal ein Blümchen mit dazu nehmen. Dann haben wir in den fünf Reihen sozusagen Zuwachs von einer Blume. Also gemeint ist Folgendes: Ich mache mir wieder drei Wendeluftmaschen plus eine Luftmasche, wo ich dann später ein neues Blümchen einfügen kann in der nächsten Reihe. Drehe mir die Arbeit um und ignoriere das jetzt aber erstmal. Und mache jetzt weiter wie bisher auf die große Blume eine kleine Blume. Und umgekehrt auf die kleine Blume eine große, ohne irgendwelche Maschen dazwischen zu arbeiten. Auch wieder bis zum Reihenende. Und da machen wir dann ein Gegenstück zu dem, was wir hier gemacht haben. Und nutzen das dann in Reihe 4 des Ornaments. Am Reihenende werde ich jetzt ganz normal nochmal eine kleine Blume hier auf die große Blume drauf häkeln. So, und als Gegenstück zu dem Teil, was wir am Anfang gemacht haben, damit wir gleich noch eine Zunahme machen können, werde ich hier auch wieder, wie ihr das von der Basis kennt, eine Luftmasche machen und hier in das letzte Stäbchen auch noch mal ein Stäbchen obendrauf. So, und jetzt starten wir die nächste
Ornamentreihe, also Reihe 4, genauso wie wir Reihe 1 gestartet haben. Das heißt, wir machen uns drei Luftmaschen als Ersatz für das erste Stäbchen plus die beiden Luftmaschen, die wir für eine kleine Blume brauchen. Also auch wieder insgesamt 5 Stück. Drehen uns die Arbeit um und machen ein Stäbchen hier unten in die Basis unserer Masche, wo wir gerade rausgekommen sind mit den Wendeluftmaschen. Und haben sozusagen hier eine kleine Blume hinzugefügt, was für die Ornamentmusterreihe absolut reicht als Zunahme. Mehr brauchen wir nicht. Und der Rest läuft ganz genauso weiter wie gehabt. Große Blume auf kleine und im Wechsel bis zum Reihenende. Und da nehmen wir dann eben auch noch mal eine kleine Blume mit hinzu, wie wir das eben am Anfang gemacht haben. Und dann kommt nur noch eine Musterreihe hier vom Ornamentus-Teil. Dann kommt wieder ein geometrischer Teil, der sehr ähnlich ist wie die Basis, was ihr kennt. Und dann könnt ihr das Tuch so groß machen, wie ihr das wollt. Ich bin schon ganz gespannt. Jetzt bin ich am Ende der vierten Blümchenreihe und habe ja hier von der Vorreihe meine 4 Wendeluftmaschen, also 3 Wendeluftmaschen plus diese Zunahmestelle, und werde um diese Luftmasche drumherum jetzt einfach nochmal eine kleine Blume arbeiten. Mit einem Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch mal ein Stäbchen. Und da könnt ihr euch das aussuchen, ob ihr jetzt das letzte Stäbchen auch noch mal direkt um die Luftmasche macht. So mache ich das. Bei vielen Tuchanleitungen ist das so, dass immer gesagt wird, nehmt die oberste Wendeluftmasche. Na klar, könnt ihr das machen, auf jeden Fall. Ich mache das meistens nicht ganz so gerne, weil es dann sein kann, dass es mir hier die Luftmaschen so auseinanderzieht. Und ich finde es einfach schöner, wenn das Ende so aussieht. Ne? Es ist handarbeitlich kein wirklicher Unterschied. Ich finde nur, dass es besser aussieht. Das ist aber Geschmackssache. So, das war die vierte Reihe. Jetzt kommt Reihe 5. Die wird nochmal genauso gearbeitet wie die zweite Reihe. Ich habe ja hier diese kleine Blume, wo wieder eine große drauf muss. Dazu mache ich mir als Ersatz für das erste Stäbchen 3 Wendeluftmaschen, drehe die Arbeit um und mache mir noch ein Stäbchen hier um meine Luftmasche, mache eine Luftmasche und nochmal 2 Stäbchen, damit eben wie gewohnt auf die kleine Blume eine große Blume oben drauf kommt. Und zurück. Das gleiche wie gewohnt. Keine Zunahme irgendwo zwischenschummeln ist nicht nötig. Und das zieht sich dann von ganz allein alles so in Form. Die Maschenanzahl geht gut auf so. Und wenn diese Reihe zu Ende ist, sind wir mit den Ornamenten schon einmal durch. Ich habe jetzt die Reihe mit einer großen Blume beendet und mit diesen 5 Reihen Ornamentmuster, also bestehend aus den kleinen und großen Blumen, habt ihr jetzt schon eine Hälfte des Mustersatzes geschafft. Und ihr seht, obwohl wir hier nur einmal ein Blümchen zugenommen haben, aber ansonsten keine Zunahmen dazugefügt haben, ist das Ganze hier immer noch sehr, sehr elastisch und es ist halbrund. Und es zieht sich überhaupt nichts in Form. Also ihr braucht euch keine Sorgen machen, das geht jetzt so auf. Okay.